Hallo, willkommen beim Golf mit Freude. Ich bin in den schönen Portugal diese Woche. Meine nächste Gruppe kommt gleich hier in Quinta da Ria. Ich habe mein Sandwich in der Hand und ich werde dir jetzt sagen, was am meisten falsch gemacht wurde auf der Reise. Ist immer interessant, weil jeder Golf ist anders und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und dann ist es oft so, dass in einer bestimmten Woche ein bestimmtes Thema sich immer wieder wiederholt. Und woran meine Schüler sehr viel arbeiten müssten, das ist etwas, was du zu Hause tun kannst. Und mach das bitte für die nächste Zeit. Du wirst nächstes Jahr so viel davon profitieren. Und es hat auch viel gebracht, war der Abschwung. Wie beginne ich den Abschwung? Das kannst du ohne Ball trainieren. Ich werde gleich dir ein Video zeigen von vor 2 Tagen und wir haben erstmal mit einem Korb trainiert und das zeigte uns, wie wir das Gewicht verlagern sollten, was als erstes passiert, ein Senken der Arme oder ein Drehen der Schulter. Die Reihenfolge ist da super entscheidend und es ist egal, ob du einen vollen Schwung mit dem Driver machst oder so einen Dreiviertelschwung, wie ich jetzt das tue, mit einem Sandwich, Pitching Wedge oder irgendwas ähnliches. Viel Spaß. Und hier habe ich eine schöne Übung. Jetzt nimm mal den Golfstand bitte ein. Ein bisschen die Knie gehen, Gewicht vorne, gerade Rücken, nicht zu viel bitten. Okay. Und wie würdest du mir jetzt den Korb geben? Ja. Könntest du dich ein bisschen drehen dabei? Ah. So beim Ausholen ist es wichtig, dass man die Schulter um die Wirbelsäule dreht. Man möchte nicht zu viel kippen, weil dann kommt die Hüfte raus. So, jetzt zeige ich meine Schülerin, wie sie die Schulter um die Wirbelsäule dreht und die Arme hebt. Ja, alles klar. Okay. Und dreh die Hüfte nach rechts und hebe die Arme. Ist das nicht toll? Das ist ein Golfschwung. So, und jetzt möchtest du genau das Gegenteil beim Abschwingen tun. So. Die Arme senken, verlage das Gewicht nach links und senke die Arme und dann gebe mir den Kopf. Klebstoff und den Fuß? Nein. Die Verlagerung, das Senken, das ist so wichtig. Bei der Mehrheit der Golfer ist die Verlagerung nach links zu spät. Es wird ihr mit einer Rotation begonnen. So, irgendwie musst du das Gewicht vorne bekommen. So entweder bewusst eine seitliche Bewegung machen und dann wirst du höchstwahrscheinlich deine Arme senken. Oder wie bei dieser Übung, du senkst einfach deine Arme. Und weißt du, was toll ist, was ich immer wieder merke? Wenn der Schüler daran denkt, dann verlagert er. Und das werden wir jetzt aus Teams machen. Senken. Dann drehen. Senken und drehen. Senken und senken. Genau, und während ihr senkt, verlagert ihr das Gewicht. Jetzt wollen wir einen Schläger in die Hand nehmen und das gleiche Gefühl haben. Die Verlagerung, das Senken, das ist so wichtig. Bei der Mehrheit der Golfer ist die Verlagerung nach links zu spät. Es wird ihr mit einer Rotation begonnen. So, irgendwie musst du das Gewicht vorne bekommen. So entweder bewusst eine seitliche Bewegung machen und dann wirst du höchstwahrscheinlich deine Arme senken. Oder wie bei dieser Übung, du senkst einfach deine Arme. Und weißt du, was toll ist, was ich immer wieder merke? Wenn der Schüler daran denkt, dann verlagert er. Erst senken, dann drehen, okay. Auch nochmal, ja, nochmal zuhören, das ist nochmal wichtig. Das war gut. Das war auch gut, Prof. Martin. Okay. Die Drehung nach vorne ist sehr wichtig. Wenn wir nur senken, dann treffen wir den Boden zu früh. So, nachdem wir das gemacht haben, ist es Zeit, den Körper zu
drehen, die rechte Seite, wenn du Rechtshänder bist, nach vorne zu bringen und auch diesen Winkel zwischen Arm und Schaft schön zu lösen. Das kreiert Power und es wird dir helfen, Ball und dann Boden zu treffen. So erst da und dann da. So, jetzt hast du was zu üben, mit oder ohne Ball, mit normalen Ball ins Netz, auf der kalten Driving Range oder im Wohnzimmer trocken ohne Ball. Danke für das Zugucken und viel Spaß beim Trainieren. Bitte like. Tschüss.